Hallo, ich bin Stefanie Lohaus. Ich bin Gründerin, Redakteurin, Geschäftsführerin des Missy Magazins. Unter anderem plane ich gerade eine Diskussionsreihe zu feministischen Themen, die eben Feministinnen betreffen, aber auch alle anderen. Wir haben eine Veranstaltung in dem Format schon mal ausprobiert mit dem Gorki-Theater, auch mit dem Gunda-Werner-Institut zusammen. Da ging es um Feminist-Burnout und so in die Richtung sollen auch diese Fragen gehen. Also wir wollen schon genau die Fragen ansprechen, die auch vielleicht innerfeministisch umstritten sind oder für Debatten sorgen, ne, sowas wie Sexarbeit oder Rassismus, Feminismus. Das wichtigste Thema, das ich gerade sehe, ist eben Intersektionalität noch stärker als Konzept in die Öffentlichkeit zu bringen und verständlich zu machen. Hoch die intersektionale Solidarität. Das Zusammendenken von verschiedenen Diskriminierungsformen, das führt nochmal zu ganz, also stellt nochmal vor ganz andere Fragestellungen und Probleme, auch irgendwie was Bündnisse angeht oder was gegenseitige Kritik angeht, weil wir alle, denke ich, irgendwie unsere blinden Flecken haben, wenn es um die Diskriminierung anderer geht. Was ich merke, ist, dass es unglaublich starke Abwehrmechanismen gibt, wenn man Menschen, die meinen, sie wären auf der richtigen Seite, weil sie eben irgendwie diskriminiert werden, zu verstehen gibt, dass sie auch andere diskriminieren können. Und sowas anzusprechen wie Rassismus zum Beispiel, das führt zu so einem riesigen Abwehrmechanismus, der gar nicht sein müsste. Ja? Weil es ist ja recht normal, zum Beispiel in einer Gesellschaft, in der man mit Rassismus aufwächst, rassistische Stereotype verinnerlicht zu haben oder so zu agieren. Und ich wundere mich manchmal eben, also wie schwer das fällt, dass Menschen das nicht schaffen, davon zu abstrahieren, ja, von dem Vorwurf, dass sie das immer wahnsinnig persönlich nehmen, darüber zu reden zu können, das überhaupt in die Öffentlichkeit zu tragen, ohne dass es immer sofort diesen, oh mein Gott, ich bin doch nicht rassistisch oder so, das zu schaffen, das ist gerade mal eigentlich eines meiner Hauptanliegen. Wenn wir das nicht schaffen, dann wird Feminismus eben immer nur etwas sein für eine kleine, bestimmte und auch relativ privilegierte Gruppe von Cis-Frauen. Eins der virulenten Themen derzeit ist auf jeden Fall eben das Thema Trans. Etwas, was ich versuchen möchte oder was wir ja auch machen mit dem Missy-Magazin, eben zu versuchen, eine Art utopisches Magazin zu machen, in dem zum Beispiel Geschlechterbinarität zwar nicht völlig, sie ist bei uns auch nicht völlig weg, weil es ist auch schwierig, manchmal politische Sachverhalte ohne Geschlechterbinarität darzustellen, aber eben dieses Spektrum immer mitzudenken.